1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, Herz, Seele, Ball, Freunde. Es ist wieder soweit. Hier ist die neueste Ausgabe von unserem kleinen Podcast. Und es wird immer romantischer. Ich mag das ja so, diese Zeit, wo es früher dunkel wird, wo es herbstlich wird. Bald kommen die Weihnachtsmärkte. Hoffentlich kommt auch bald der Frieden. Hoffentlich kommt auch bald Wärme, Gas, Energie zu bezahlbaren Preisen. Also wir machen uns schon alle Sorgen. Das ist Herz, Seele, Ball für Mittwoch. Ja, womit fangen wir an? Bayern-Witze, das hört jetzt gar nicht mehr auf. Bitte schön. Hier eine ganze Auflistung von Bayern-Witzen. Mein Fan, mein einziger, Tobi aus Kaiserslautern, hat mir die geschickt. Wer jetzt wieder nur hört, der hat's schwer. Bitte schaut euch das Video an bei Facebook oder bei Herz, Seele, Ball. Dann könnt ihr auch ablesen, welche großartigen Witze da gemacht werden. Franziska van Almsick hat bei Victoria Berlin eingegriffen und wird jetzt dort im Vorstand tätig werden. Und mir fällt immer ein, dass sie mal Sportlerin des Jahres war, vor vielen, vielen Jahren. Und ich gemeinsam mit ihr und Henry Maske auf einer Bühne in Baden-Baden saß. Sie war Sportlerin des Jahres, Henry Maske war der Sportler des Jahres. Und wir hatten damals die grandiose Idee, ich glaube RTL hat übertragen und ich war der Moderator, wir bringen die Sportlerin und den Sportler des Jahres zusammen und die reden mal gemeinsam über ihre Sportarten. Und Franziska war ja damals noch sehr, 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 sehr jung und Henry Maske schon ein gestandener Mann. Und auf meine Frage hin, so sinngemäß, Franziska, was hältst du vom Boxen, lautete die Antwort in ihrem Berliner Dialekt. Das finde ich ziemlich doof. Henry Maske war ziemlich sauer darüber, dass ich sie das gefragt habe und dass das dann so öffentlich gesagt wurde. Ja, Erinnerung an Franziska van Almsick ist mir in den Kopf gekommen, als ich das heute mit Victoria Berlin gelesen habe. Viel Erfolg, Franziska. Ganz kurze Unterbrechung, wirklich kurze Unterbrechung. Finger weg von der Fernbedienung und dann reden wir noch über ganz spannende Themen. Zusammensparen im besten Mobilfunknetz der Telekom und dann noch das neue Google Phone dazu. Echt toll. Ja, damit können wir richtig schöne Familienfotos machen. Und bearbeiten. Mit dem magischen Radierer. Macht jetzt perfekte Fotos mit dem neuen Google Pixel 6a. Das gibt's schon ab einem Euro. Passend zu den Magenta Mobilangeboten. Für alle, die Familie sind. Mehr teilen, mehr sparen. Jetzt bei der Telekom. Und das erste spannende Thema, das schließt sich irgendwie an das an, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Immer mehr Vereine wollen ihre Rasenheizungen abstellen. Ich finde das auch in Ordnung. Babelsberg 03 macht den Anfang. Man muss sparen und ich weiß nicht, ob Fußball nun unbedingt so ein Energieverbraucher sein muss. Allerdings könnte man in Mediamärkten auch die Fernseher abstellen und die nur dann anmachen, wenn einer unbedingt das Gerät ausprobieren will. Aber das sind jetzt Diskussionen, die zu weit führen. Aber bei Herz, Seele, Ball geht es ja doch immer um Fußball. Und Babelsberg 03 sagt, Geld sparen, Rasenheizung aus. Ich kann mich an viele Spiele erinnern, da gab es Rasenheizung, dann hat es heftig geschneit. Und dann hat die auch nichts mehr gebracht. Also insofern, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, so eine Rasenheizung zu betreiben. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Großer, mutiger Auftritt heute, habe ich gesehen, bei den Kollegen von Sport1. Ein junger Mann vor dem Botschafter von Katar stellt sich hin und sagt, ich bin schwul. Und ihr da in Katar verfolgt uns. Fußball ist für alle da. Fußball ist für alle Ausrichtungen des Lebens da. Und ihr habt merkwürdige Gesetze. Ich habe mir das angeschaut und muss sagen, das hat mich sehr, sehr angerührt. Und ich glaube, der junge Mann hat auch komplett recht. Aber schaut euch das an. Bei Sport1 findet ihr die komplette Ansprache des jungen Mannes vor dem Botschafter von Katar. Natürlich nicht in Katar, sondern in Deutschland. Und das ist schon sehr mutig, so aufzutreten. Noch mutiger wäre es in Katar. Und wahrscheinlich würde man da auch gleich weggesperrt, wenn man so etwas laut und deutlich sagt. Aber wir sollten es laut und deutlich sagen. Immer und immer wieder. Bin gespannt, wie das da laufen wird bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt spielt Deutschland am Wochenende. So aus reinem Vergnügen, sage ich mal. Zwei Länderspiele. Ich schaue mal hin. Klar schaue ich mal hin. Aber so richtig aufregen wird es mich nicht.
bin ich ganz ehrlich. Also, Herz, Seele, Ball verabschiedet sich mit lieben Grüßen aus dem herbstlichen Kempen. Wir sehen und hören uns hoffentlich morgen wieder. Und eure Meinung interessiert mich. Immer wieder bitte in die Kommentarzeilen was reinschreiben, wäre nett. Übrigens, Herz, Seele, Ball, dann übernächsten Donnerstag auch wieder live sozusagen von 21 bis 23 Uhr bei MUX TV. Da starten wir wieder unseren Night Call, unseren Night Talk. Am übernächsten Donnerstag geht es los von 21 bis 23 Uhr live bei MUX TV oder bei Facebook MUX TV. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich werde es natürlich auch teilen, dann auch auf meiner Internetseite und so weiter und so weiter. In diesem Sinne, wir sehen uns, hören uns und hören uns morgen. Tschüss. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.